Nipros-Dialysat-Infusionsfunktion, DIF. Die Überlaufleitung wird mit dem Ablaufport verbunden, die arterielle und venöse Leitung werden miteinander verbunden. Zunächst wird die Dialysatseite des Dialysators gefüllt, dann wird der Dialysator mit der blauen Seite nach oben gedreht. Der Dialysator Leg-Check, DLC, wird durchgeführt. Die UF-Pumpe dreht sich in entgegengesetzter Richtung. Anstatt Flüssigkeit zu entfernen, liefert sie nun Dialysierflüssigkeit durch den Dialysator, der als zweiter Sterilfilter fungiert, ins Blutschlauchsystem. Erreicht die Flüssigkeit den Ablaufport, beginnt die Blutpumpe die Flüssigkeit im Blutschlauchsystem zu verteilen und es so luftleer zu machen. In der venösen Kammer wird die Luft von der Flüssigkeit getrennt. Die Luft wird aus dem Dialysator und dem Blutschlauchsystem entfernt. Die Sodialix verändert automatisch die Blutpumpengeschwindigkeit und verwendet die venöse Klemme zum Entfernen von Luftblasen aus dem Dialysator. Beim Patientenanschluss entfernt die Sodialix zunächst die Flüssigkeit aus der Überlaufleitung, die dann verworfen wird. Der nun offene Anschluss zur venösen Kammer wird mit einer sterilen Kappe verschlossen. Um die Behandlung zu starten, werden die arterielle und die venöse Leitung mit dem Gefäßzugang des Patienten verbunden. Soll der Patient das Volumen im Schlauchsystem nicht erhalten, kann die Clean Treatment Start-Funktion, CTS, verwendet werden, die in einem eigenen Video erklärt wird. Nach der Bluterkennung beginnt die Dialyse. Während der Behandlung kann mit der DIF-Funktion ein Bolus verabreicht werden. Um einen Bolus zu geben, dreht sich die UF-Pumpe erneut in entgegengesetzter Richtung. Im Online-Menü können Bolusvolumen und Rate eingestellt werden. Für die Reinfusion wird die arterielle Leitung an der venösen Kammer angeschlossen. Auch bei der Reinfusion liefert die UF-Pumpe das nötige Volumen. Die Hälfte dieses Volumens kommt aus dem Dialysator-Ausgang und führt so das Blut in die venöse Kammer zurück. Die andere Hälfte wird mit der Blutpumpe, die sich nun andersherum dreht, aus dem Dialysator-Eingang in die venöse Kammer geleitet. Das Blut fließt dann aus der venösen Kammer zum Patienten zurück.